Herzlich willkommen zu einem neuen Video Home Workout Teil 2 Pull Day, also quasi Rücken und Bizeps. Kommen wir direkt zur ersten Übung. Das ist einmal Latzug mit einem Handtuch. Fallt euch das mal direkt. Also, ihr streckt euch einmal so hoch. Dann nehmt ihr das Handtuch, am besten so stramm wie möglich ziehen und dann zurückziehen. So, am besten ein bisschen enger fassen. Durchziehen. Am besten ihr haltet das einmal so und dann langsam zurück und so stramm wie möglich. Halten, langsam zurück und versuchen so nah am Körper wie es geht, so dass man den Latissimus genau trifft. So, kommen wir direkt zur nächsten Übung. Für die hintere Schulter und einmal für den oberen Bereich des Latissimus. Ich zeige euch das. Da wieder die Beine ein bisschen höher. Wenn man das ein bisschen leichter machen möchte, kann man die Beine auch unten lassen. Und dann Daumen hoch. Einmal so. Auch da mein Tipp wieder am Ende ein bisschen halten. So, kommen wir direkt zur dritten Übung. Eine Art von Butterfly Reverse für die hintere Schulter und den oberen Rücken. Wichtig bei der Übung. Ihr legt euch so hin, Arme breit und versuchen wirklich nur mit den Ellbogen sich hochzuziehen. So wenig wie möglich mit dem Bauch arbeiten. Am besten immer breit. So, kommen wir zur vierten Übung direkt. Ihr legt euch auf den Bauch, Bein ein bisschen höher. Wieder da für jemanden, der das ein bisschen leichter machen möchte, kann auch seine Beine unten lassen. Aber in dem Falle legt ihr euch hin, Beine hoch und einfach so. Oh, das haut richtig rein. Da sind Gewichte stemmen, wirklich ein anderes Level. Boah, kommen wir zur nächsten Übung. Genau dasselbe, nur dass man das seitlich macht. Und dann die Arme diesmal seitlich hoch. So, jetzt kommen wir zur fünften Übung. Und zwar, ihr legt euch wieder hin. Die Position bleibt fast immer gleich. Beine wieder höher. Und dann streckt ihr euch einfach nur aus. Versuchen die Beine ein bisschen höher zu machen. So geht das genau auf den unteren Rücken. Und komplett anspannen. Komplett.
So Leute, kommen wir jetzt zum Bizeps. Und zwar muss man sich da selber ein bisschen helfen. Das bedeutet in diesem Falle, man macht den Arm so und drückt das quasi selber runter. So wie wenn man eine Hand hat und die eine Hand hat. So, aber man macht das so, dass man es selber runterdrückt, quasi das Gewicht selber bestimmt. Und dann sich hundertprozentig konzentriert auf den Muskel und los geht's. Ganz schön auf den Bizeps und dann das gleiche mit den anderen Armen und los geht's. Mein Tipp dabei immer kurz oben halten und volle Kanne. Sich drauf konzentrieren. Hier dasselbe Prinzip. Das ist jetzt ein Durchlauf von mir. Wir machen das Ganze dreimal. Und glaubt mir Leute, danach ihr seid am Arsch. Das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Peace in meiner Hand. Zieh die Kleider an.